Servus Leute, ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar heute mal wieder ein Gaming-Video und zwar spielen wir heute eine Runde Fortnite Battle Royale. Der Renner auf deutschen Schulhöfen. Also fragt nicht, wie ich dazu gekommen bin, ist denke ich logisch. Ja, erstmal ist es jetzt so, dass wieder die OG-Map drin ist in Fortnite und ihr seht schon, ich bin Level 33, also ich habe schon ein bisschen gespielt. Ja Leute, ich hatte dieses Spiel eigentlich mehr oder weniger ausgeblendet, also klar, dieses Spiel werde ich natürlich nie vergessen, ist logisch. Ich habe da ich habe weit über 1000 Spielstunden in dem Spiel, das weiß ich auf jeden Fall. Ja Leute, und jetzt haben die einfach beschlossen, wieder die OG-Season reinzubringen, also die ist jetzt auch schon länger wieder drin. Und zwar ist es jetzt so, dass jede Woche eine neue Season reinkommt und in der ersten Woche haben die irgendwie mit Season 5 angefangen. Ich weiß nicht wieso, jetzt ist mittlerweile schon Season 6 drin. Ja, hier diese News finde ich auch immer geil persönlich und was ich auch, also die haben irgendwie nicht alles eingehalten. Zum Beispiel hier die Hoverbots sind jetzt wieder drin in der Season 6. Also ja, keine Ahnung, bis zum 16. November geht das jetzt und dann kommt Season 7 halt rein. Aber diese Hoverbots waren eigentlich erst Season 7 und dieses Quad war halt Season 6. Also Quadramme kennt man halt. Ich fand so Season 6, Season 7, Season 8 war so die Comedy Prime, also wirklich die geilste Zeit war in Fortnite, meiner Meinung nach. Weil ich so Season 6 erst richtig gegrindet habe und Season 8, bis Season 8 war es noch so richtig, richtig geil und dann hat man aber immer noch gespielt natürlich. Ja, nur ab Chapter 2, Season 2 und so ging das dann halt irgendwann mal zurück mit dem Zocken. Ja, dann hier OG-Waffen. Ich habe den Grappler noch nie so genau angeschaut. Ich wusste gar nicht, dass der so aussieht. So genau. Genau, da gibt es Aufträge. Das ist natürlich auch interessant. Vor allem, Leute, mir ist auch hier aufgefallen, bei der Karte, die hier rechts ist, da haben die irgendwie noch die falsche Karte. Also das hier ist noch die Season 5 Karte. Aber eigentlich ist ja schon Season 6 und Loot Lake ist ja hier schon so offen mit einer Insel und so, mit dem Würfel und so. Also, Leute, ich würde auch sagen, was haben wir denn hier für Challenges? Wilde Kondition wieder her, also Obst und Gemüse essen und Maschinenpistolen. Das kriegen wir doch bestimmt hin, Leute. Ich würde sagen, wir spielen Solo Ranked. Ja, ich finde den neuen Ranked-Modus echt extrem geil, muss ich sagen. Oh, ich habe sogar eine Krone. Das heißt, wenn wir jetzt einen Sieg holen, wäre natürlich geil. Ja, Leute, übrigens ist das kein No-Skin, den ich da spiele, sondern das ist halt ein 800 B-Bucks-Skin, den ich mir damals im Shop gekauft habe. Der hat halt nur so ein schwarzes Oberteil, deswegen war das auch übelst der Tryhard-Skin irgendwie. Aber ich finde den Skin persönlich geil. Und das Schwert ist auch vom Wolf, also Season 6, Stufe 100. War der erste Battle Pass, den ich damals maxed hatte. Ich war damals schon ziemlich Sucht, die muss ich zugeben. Aber ich habe erst Season 6 so richtig angefangen zu spielen. Also relativ spät im Vergleich zu anderen. Aber hier kann man die Ränge sehen, finde ich auch ganz interessant. Also ich bin hier gerade Gold 1 oder so. Aber ich muss sagen, Leute, Fortnite hat damals auch schon echt, echt viel richtig gemacht. Muss man einfach sagen. Also allein schon immer mit dem... Ja, man konnte halt so viel personalisieren. Also die, weiß nicht, ob die ersten waren, aber die haben so diese Ladescreens eingeführt und sowas. Dass ich erst zur Eier fliege. Egal, Leute. So, hier unten ist Chest. Leute, Greasy, wie ihr vielleicht wisst, meine absolute Lieblingsstadt. Also, ich feiere Greasy wirklich über alles. Einfach geil. Greasy einfach beste Stadt, weil irgendwie finde ich hier ist so eine entspannte Atmosphäre. Hier gehen nicht alle. Stimmt, die Schwere ist auch jetzt seit diesen 6 Grad wieder drin. Es ist halt allein geil, schon wieder diese ganzen alten Waffen zu spielen, die man halt so kennt und so. Also ich glaube, hier ist tatsächlich relativ leer und hier ist niemand. Ja, Leute, also einfach dieser Vibe wieder, alte Fortnite zu spielen, alten Glanz. Und irgendwie, sie haben es wirklich gut hinbekommen, muss ich sagen. Also, sie haben auch ein paar Sachen verkackt. Oh, hier war jemand. Ja, ich muss sogar MP-Schaden verteilen. Ich halt nur wissen, wo dieser Gegner ist. Ja, und früher war es auch so, also als dann halt diese Seasons waren, die halt gar keinen Spaß mehr gemacht haben. Die haben das Game einfach komplett voll geklatscht mit irgendwelchen Sachen. Sodass keiner mehr wusste, was eigentlich gerade so aktuell ist und so. War halt einfach nur nervig. Also, man hat halt einfach dann keinen Überblick mehr. Und das ist halt das Alte, was man kennt. Und ich finde es ja auch nicht schlimm, Dinge zu erneuern im Spiel und zu verbessern. Das war ja immer cool. So. Ja, okay, das ist safe ein Bot, Leute. Nee, das kann eigentlich kein Bot sein. Wir sind doch in Ranked. Da gibt es doch keine Bottos. Okay, der Hit war unnötig. Der war echt nicht gut, Leute. Der war echt gar nicht gut. Ja, guck, Leute, diese Insel meine ich. Die hieß sie jetzt Kevin-Insel. Und die ist halt auf der neuen Map noch gar nicht verzeichnet. Finde ich sehr komisch persönlich. Keine Ahnung, warum die das noch nicht gemacht haben. So, tiltet gehen jetzt natürlich alle, weil das war auch noch direkt am Anfang. Und tiltet gehen ja sowieso alle. Boah, da ist Chest direkt oben drauf. Soll ich da hin? Dafür gehe ich, komm. Komm, ich hab Pam, den muss ich holen, Leute. Der ist so von mir geflüchtet. Dreist, der hat jetzt aber auch eine Waffe. Ach, der, es ist so lächerlich, aber auch. Es ist so lächerlich. Oh, jetzt nochmal Greasy könnte spannend werden. Ja, jetzt geht natürlich jeder dahin. Rift ist schon mal gut. Da hat man schon mal einen Restart am Anfang. Ja, Leute, und ich muss eigentlich sagen, ich habe dieses Spiel immer sehr geliebt. Ich habe es so gesuchtet und es hat so Spaß gemacht, einfach, weil.
finde diese entspannte Grafik so geil. Das macht es auch irgendwie so ein bisschen mehr... Macht es einfach aufregender, das Spiel, finde ich. JD Jackson. Aber das Problem ist, ja, die haben das Spiel ein bisschen kaputt gemacht. Und die OG-Season macht es irgendwie wieder echt cool. Wobei ich sagen muss, ich frage mich, was sie dann danach machen. Also, wenn die OG-Season wieder weg ist, wird der Spieler-Peak halt auch wieder weg sein. Ist halt schade, aber genauso wird es sein, wenn die OG-Season wieder entfernen sollten. Was ich eigentlich halt nicht hoffe. Das wäre sehr schade. Da hinten wird gebaut, aber ich habe halt nichts. Deswegen ist es eigentlich ein bisschen dumm, da jetzt reinzugehen. Eine Pump bitte. Ach nein, nicht noch eine AK. Bin ich Double AK oder was? Bitte Pump. Ich hör's. Revolver, das ist geil. Ja Leute, Revolver ist eigentlich geil. Ich habe den immer so gern gespielt. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch kann. Komm. Oh, eine MP. Wichtig. Ah, Mist, ich hab keine Muni. Ich hab keine Muni, Leute. Ey, wie? Der war cracked und alles. Ach, wie kann er das überlebt haben? Ich hab komplett auf ihn eingespammt. Das ist so nervig gerade. Geh mir blessen, das ist schon wieder so risky, aber egal. Vielleicht krieg ich ja diesmal eine Waffe zum Anfang wenigstens mal. Ja, ich hab schon wieder nicht so viel Auswahl, weil alle unter mir sind. Komm, ich geh unten rein. Ich geh so gern unten rein und überrasch die Leute dann von unten. Okay, MP. Wichtig. Oh, Hafties. Ah, nice. Hey, komm, der Kill war gut, Jungs. Hafti Abi hat das geregelt. So, jetzt mal gucken. Da hinten sind noch Leute. Könnte ich auch mal ein bisschen aus dem Fenster ballern. Ah, Leute, draußen ist jemand. Ich hör's. Ich habe noch 90, er hat nur mit MP drauf gesprayt. Der muss ich jetzt auch auf jeden Fall healen. Oh, ich bin an Fallschaden gestorben jetzt. Ja, und Leute, was ich auch ein bisschen blöd finde, ist, die haben trotzdem diese alten Mechaniken mit drin, hier mit dem Rutschen zum Beispiel. Also diese neuen Mechaniken und dann mit dem Klettern zum Beispiel. Also, ich, ja, das ist jetzt nicht schlecht. Also, und auch Sprinten zum Beispiel. Drei andere Mechaniken hier, Rutschen, dann Sprinten und halt Klettern. Das ist jetzt alles nicht so schlimm, aber es nervt mich halt trotzdem irgendwie ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Weil das passt nicht zur alten Season. Und auch die ganzen Früchte sind drin und diese neuen Munitionskisten, diese krasseren. Ja, also bei, und dann auch dieses Hoverboard jetzt schon drin, das finde ich komisch. Oh, ob das so eine gute Idee ist, hier unten hinzugehen. Hier ist halt nichts. Oh, AR zumindest. Oh mein Gott, Leute, zweiter Granatenkill. Gut gesaved, ey. Uiuiui. Ja, lebend aus Tilt rauszukommen ist schon mal unmöglich. Jetzt auch so low. Keine Chance. Oh, die Chest. Auch sie. Oh, wichtig. Danke. Der war doch gerade hier, hä? Bin ich los? Nice. Wichtig und richtig. Ey, die Granate, ne? Die ist so Gönnung gerade gewesen. Oh, ich habe im selben Moment geschossen, ey. Aber der wäre wahrscheinlich nicht mal... Doch, der wäre tot gewesen. Ich habe im selben Moment geschossen, Leute. Ich schwöre es. Wie viel macht die Graue Pump, wenn ich ganz nah dran bin? 147 macht die graue Pump. Hier, der smarte Way ist einfach so halb im Meer landen, dann öffnet sich der Gleiter nicht so früh. Weiß ich auch, ist das ein Mythos, dass der sich dann später öffnet? Oder öffnet er sich generell? Ich bin schon weit unten, habe ich das Gefühl jetzt. Das kriegt jemand anders, oder? Nee, krieg ich. Geil. Ich kann direkt jemanden töten, würde ich sagen. Ah nee, der fährt weg. Schade. Hätte ich direkt jemanden killen können jetzt, das wäre schön gewesen. Okay, das Quad, das immer hier ausgestellt ist. War früher schon, glaube ich, immer so. Da immer ein bestimmtes Fahrzeug ausgestellt war. Taschenburg ist geil. Die Taschenburg fand ich auch schon immer echt cool. So, ich fand schon die Taschenfestung ist das ja jetzt. Fand die Burg schon immer cool, aber die... Nee, das ist die Burg. Festung ist das andere. Boah, hier ist das epische Schwere. Geil. Boah, da draußen liegt eine MP auf dem Truck. Ja, das ist jetzt schlecht. Das ist sehr schlecht, Freunde.
Sag nicht, der hat die. Waren eigentlich Minis? Die safe mitgenommen, oder? Egal, wir kommen zumindest wieder auf 75, das reicht ja. Es ist so wack, Bandos zu nehmen. Diese Gegner werden wir auch töten. Oder wir werden sterben. Ich habe halt das Gefühl, der weiß, wo ich bin. Eine Idee. Mach mal bitte auf Aufmerksamkeit. Immer so geil, wenn wir eine Tankstelle hochsprengen. Also kommt dann auch gleich, aber ich würde gerne noch das. Ne, das Haus ist ja komplett durchgelootet. Gibt hier noch irgendein ungelootetes Haus, das wäre halt geil. Ah, ist ja egal, wir haben jetzt das Quad. Können wir ja direkt durchziehen. Oh, perfekt. Das ist ja ungelooteter als ungelootet. Oh, Jagdgewehrmund wäre auch noch geil. Jagdgewehr spielt sich so schön. Nice. Oh, Rift. Ja, Rift ist schon besser als Taschenburg. Ist noch irgendwas von dem Haus üblich auch, oder? Wäre sehr schön. Oh, ein Bego. Halbautomatische, die ist auch geil, aber ich spiele Jagdgewehr noch lieber eigentlich. Der Bego carried jetzt richtig. Jaggedy hätte es auch getan. Boah, ich spiele hier gar nicht mehr Deutsch, was ich eigentlich gemacht habe. Nicht, dass der Typ mein Quad klaut, dann habe ich immer noch das Rifty. Ja, froh, dass ich wenigstens mal überhaupt überlebt habe. Ja, was ich auch nochmal einstellen wollte, ist beim Edit. Du kannst jetzt so editieren und dann, wenn ich schon die Taste loslasse, dass dann automatisch den Edit setzt, sozusagen. Weil ich glaube, da ist man viel schneller, als wenn man das so macht wie ich hier. Ja, habe ich nämlich, das wollte ich eigentlich schon so ewig machen, auch als ich noch gespielt habe vorher. Und Leute, das Quad. Ey, die haben das Quad geändert. Die haben das Quad geändert wieder. Das Quad hat sich nämlich richtig, richtig komisch gefahren. Cool, die haben sich drum gekümmert. Das Quad hat sich nämlich irgendwie gefahren wie ein Luftballon. Also es war viel zu leichtgängig. Richtig komisch. Das ist wirklich, als ob da Helium drin gewesen wäre. Aber die haben das geändert. Die haben sich drum gekümmert. Finde ich ja mal richtig cool. Ach du Schande. Ich hoffe, man kriegt da keinen normalen Schaden, aber eigentlich sollte man ja nicht. Oh, da ist doch safe irgendwas Wichtiges. Nee, irgendwie doch nicht. Außer Metz. Ich weiß auch nicht, was wir jetzt noch in Tilted sollen. Ich gehe mal lieber. Fahr ich lieber woanders denn, Leute. Ist so Stress hier in Tilted. Auf jeden Fall, Leute, ich habe jetzt eigentlich vor. Oh, das Golfkart. Ey, das fährt sich auch immer noch ein bisschen komisch, habe ich das Gefühl. Oh, guter Hit. Noch ein Hit. Ah shit, jetzt bin ich runtergefallen, das war dumm. Was ist denn der? Ach, das ist jetzt mies und unfair. Ist der gerade geriftet? Nee, ich dachte gerade, er riftet. Ja, haben wir jetzt schon wieder Loot. Ah nee, da ist noch ein Busch. Oh, der war noch in der Wand. Oh, eine P90 hat der. Die ist so krass selten momentan. Leute, ich dachte mir so, in der letzten Runde gehen wir nochmal auf die Insel, weil wir müssen ja auch die Dinge wertschätzen, die in... Ja, Grip. Oh, wichtig und richtig. Leute, der Typ hat so verfehlt. Glück gehabt. Ja, komm, hier hin. Nehmen die AR. Ich weiß nicht, ob der Typ noch... Ja, das Ding ist, man kann halt immer flüchten hier. Verfolgen wir. Will den. Ja, komm. Rip. Leute, die Runde wird ein Win. Ich spür's. Ja, aber ich muss sagen, in Ranked, es macht bedingt Spaß. Bei Ranked hast du halt nicht die ganze Zeit nur diese Bots und so, was halt einfach übel nervig ist. Aber dafür sind es halt übelste Schwitzer. Das heißt, ich find's cool gemacht, dass man halt auch Ranked spielen kann, damit man wirklich nur echte Gegner hat. Aber die sind halt auch echt gut dann. Leute, die Runde entscheidet jetzt alles, würde ich sagen. So, wir müssen weise wählen, in welches Gebäude wir gehen, Freunde. Bildet es schon schön. Halt so die Großstadt in Fortnite. Die einzige eigentlich. Mit so großen, dicken Häusern und alles. Mann, ja. Ja, okay, Revolver. Weiß jetzt nicht, ob das so schlau war. Oh, eine Diegel. Ich kann direkt vergleichen, Mann. Revolver oder Diegel. Hä? Team die oder was? Hä? Ich bin solo. Leute, ich habe die ganze Zeit Duo gespielt. Willst du mich eigentlich komplett rollen? Wie kann mir das nicht... Nee, ich sag gar nichts mehr. Es nervt mich gerade richtig. Ja, Leute, auf jeden Fall hoffe ich dann mal, euch hat dieses Video gefallen. Nächste Woche zur neuen Season bringe ich definitiv wieder ein neues Video, weil es macht so Bock momentan. Also ich bin... Es macht einfach Spaß, Leute. Es macht einfach Spaß. Ja, Leute, dann hoffe ich mal, euch hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao, Leute.